In der Straße von Hormuz beim Golf von Oman haben Irans Revolutionsgarden per Helikopter ein Frachtschiff unter ihre Kontrolle gebracht. Der Frachter, der unter portugiesischer Flagge unterwegs ist, gehört einer Reederei mit israelischem Besitzer. Die iranische Beschlagnahmung erfolgte während der wegen des Gaza-Kriegs angespannten Lage im Nahen Osten und während die USA vor einem Angriff Irans gegen Israel warnen. Seit Monaten hatten jemenitische Houthi-Rebellen Frachtschiffe im Roten Meer angegriffen.